Die schnellsten und schlauesten im Ersten sind auch heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos. Die Jagd beginnt. Guten Abend und herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute Abend, alle in Vorfreude, hoffe ich doch, und auch optimistisch, die Elite schlagen zu können. Ich stelle sie Ihnen direkt und gerne mal vor. Jacqueline Schäfer ist zu uns gekommen heute. Sie startet gleich. Medientrainerin ist sie und Redenschreiberin aus Berlin. Zu ihrer Rechten sitzt Ulrich. Ulrich Krämer, aus Bremen hergekommen, ist dort Chauffeur. Herzlich willkommen, Ulrich. Dann ist Helena Böck da, Marketing-Management-Studentin aus München und nachher an Position 4, er atmet schon tief. Christian Bergmann, Berufskraftfahrer aus Betzendorf in Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr vier da seid. Herzlich willkommen bei uns. Ihr kommt nacheinander zu mir, kennt, glaube ich, die Spielregeln mittlerweile, um dann die Schnellraterunde zu spielen, hoffentlich mit viel Ertrag. Danach geht ihr ins 1:1-Duell gegen Jägerin oder Jäger. Gewinnt es bitte, kommt ins Finale. Wenn nicht, müsst ihr nach Hause gehen. Hoffen wir nicht, dass es Jacqueline trifft. Die beginnt heute. So, Jacqueline, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Schön, dass du da bist. Ja, siehst auch so aus, als würdest du dich freuen. Das ist doch gut. Macht mich vorfreudig auf eine gute Schnellraterunde. Was für Reden schreibst du oder was für, oder in welchem Bereich bist du? Politische Reden, Wirtschaftsreden, aber auch Privatreden für Hochzeiten oder Konfirmationen und alles Mögliche. Oh, schön. Bietest du also als freie Autorin quasi an. So, eine Minute für dich. Schnellraterunde blüht dir. Jo. Ich wünsche dir viel Erfolg und die Zeit startet jetzt. Redensartlich strahlt man wie ein Honigkuchen. Pferd. Welcher bestimmte Artikel kann im Nominativ Singular nicht vor dem Wort Viadukt stehen? Die. Ist Sein oder Nichtsein die Gretchenfrage aus Goethes Faust? Nein. Welcher Gasplanet gilt in der Astrologie als Rebell und Freiheitskämpfer? Mars. Uranus. In welchem Jahr fand in Berlin die sogenannte Pannenwahl statt? Weshalb 2023 nochmal gewesen? 22. 21. Wie ist die Leichtigkeit des Seins laut Milan Kunderas weltberühmtem Roman? Unerträglich. Wie heißt der einzige Nummer 1-Hit von Genghis Khan? Moskau. Genghis Khan. Welcher Pete bekam 2023 mit Bandkollegin und Ehefrau Katja De Vidas eine Tochter? Weiter. Pete Doherty. Zu welcher geometrischen Form werden die 15 Kugeln beim Poolbillard vorm Anstoß angeordnet? Dreieck. Wer wurde im Oktober 2022 zur ersten Ministerpräsidentin Italiens vereidigt? Meloni. In welcher Vorhaben-Krimiserie spielen Kai Schumann, Janine Kunz und Timo Dirkes Seite Weiter. An Seite? Held. 2.500. Gut gemacht. Sag, Jacqueline, wie hältst du es mit der Religion? Das wäre die Gretchenfrage. Da kommen wir. Aber hast du ja direkt gewusst. Ja. Genau. Kennst du deinen Faust? Aber selbstverständlich. Auch die zwei. Hast du gut gemacht, 2.500. Warum? Zufrieden? Oder? Ja, ist okay. Ja, oder? Würde ich auch sagen. Gegen wen würdest du denn gerne spielen heute? Also ich freue mich immer, gegen Frauen zu spielen oder auch gegen Herrn Klusmann, weil der ja auch ein Berliner ist. Ja, stimmt. Warst du mal beim Pub-Quiz bei ihm? Aber ja. Wirklich? Ja. Kennst du ihn auch persönlich? Also kennt ihr euch? Ja. Ach, das wäre ja ein Ding. Das wäre jetzt lustig, ne? Das wäre lustig. Mal gucken, ob er dabei ist heute. Ich hätte im Angebot für dich. Guck mal, die erste ist eine Frau, die schlagfertige Annegret Schenkel. Ihre Nerven hat sie auch bei jahrelangen Pub-Quizzen gestählt. Das ist tatsächlich so. Der Quizgott ist da, Sebastian Jacobi. Manche sagen, der hat ja überhaupt gar keine Nerven. Ich gehöre auch dazu. Oder ist es der Bibliothekar, Klaus Otto Nagorsnik, der könnte auch kommen. Er versteht gar nicht, warum man sich überhaupt aufregen sollte. Hier ist doch nur Fernsehen, sagt er. Und er hat völlig recht. Kein Klusmann. Kein Problem. Drei gute, spannende Leute. Ja, absolut. Und hier Frau. Kommt die Jägerin oder der Jäger. Oh ja. Keine Frau und nicht Herr Klusmann. Guten Abend, Herr Jacobi. Nein, ich bin des Pudels Kern heute. Ah, okay. Schönen guten Abend, Herr Bommes. Haben Sie direkt zugehört hier bei Jacqueline? Ja, naja, es war ja nicht zu überhören, dass es um Faust geht hier. Guten Abend, Jacqueline. Guten Abend. Das ist meine Mannschaft. Falls Sie mal eine Rede benötigen oder ein Skript für irgendetwas, wenden Sie sich gerne an Jacqueline, unsere Mannschaftskapitänin. 2.500 Euro bringt Jacqueline mit, Herr Jacobi. Und Sie sind dran. Ja, Jacqueline, was habe ich für Sie vorbereitet? Auf der unteren Stufe denke ich, tun's gut, 800 Euro. Und der obere Betrag ist doch ganz erklecklich für den Anfang. Ich sage 16.000 Euro. Oh, das ist nicht nur erklecklich, das ist sehr was viel. Was sagt ihr? Das schaffst du. Bleiben.
Ich würde erstmal bleiben. Ich auch. Ich bleibe. Aber schon mal vielen Dank, war ein guter Versuch. Ja, sehr gerne. Großzügiger Start, Herr Jacobi. Bleiben, vielen Dank. Vielen bleiben Dank. Sie gerne dabei, aber 2.500 nehmen wir? Wir nehmen die 2.500, ja. Gut, dann machen wir das so. Die Jagd beginnt. Mit dieser ersten Frage. In welchem Bundesland stellte die SPD bis 2023 alle Regierungschefs? A. Bremen, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern? Ich habe nicht umsonst nach hinten geguckt, Ulrich, oder? Keine Tipps hier. Bitte? Keine Tipps hier. Nein, das braucht sie, glaube ich. Wen hast du genommen? Ja, Bremen. Ja. Was ist die richtige Antwort? Okay, prima. Hast du gut gemacht. Guter Start. Was sagt der Jäger? Ich finde es immer wieder schön, dass der Name von Herrn Bovenschulte ja eigentlich ins Hochdeutsch übersetzt auch Oberbürgermeister heißt. Passt, oder? Ja, toll. Gut, nächste Frage kommt. Guter Start. Die Leichtathletin Heide Rosendahl erhielt 1972 als Goldmedaillenprämien ein Bügeleisen, einen Eierkocher und, sehr großzügig, sogar noch einen A. Wintermantel, Motorroller oder Metzgereigutschein. Bügeleisen, Eierkocher und? Ich gehe davon aus, dass es C, der Metzgereigutschein war, weil es so daneben ist. Sensationell, oder? Was ist die richtige Antwort? Fantastisch. Wenn man sich das nochmal reinzieht. Haben Sie es richtig, Herr Jacobi? Nein. Oh, habe ich nicht. Nein, ich wollte mich warm anziehen. Oder ja. Frau Rosendahl damals. Ja, sehr schön. Gut, 3 Patzer frei. Nächste kommt. Was gilt als eines der bedeutendsten Kunstwerke von Gustav Klimt? A. Beethoven-Fries, Chaplin-Pastell oder Warhol-Mosaik? Was hast du genommen? Ah, das Beethoven-Fries. Ist das die richtige Antwort? Du machst es richtig gut, Jacqueline. Also, könnten wir schon mit 16.000 Euro hier sein. Ja, also, ein bisschen Salz in die Wunde. Nein, meine ich. Was sagt der Jäger? Ja, gilt als eines seiner Hauptwerke und müsste sich im Gebäude der Sezession befinden in Wien. Ja? Ich meine ja. Wissen Sie es besser? Ist bei Ihnen zu Hause? Bei Ihnen zu Hause, ne? Ah, es geht weiter mit der nächsten Frage. Welcher Pilz wird Herrenpilz genannt, weil früher alle gefundenen Exemplare dem Grundbesitzer abgegeben werden mussten? Ach toll. Der Pfifferling, der Steinpilz oder der Champignon? Was hast du genommen? Ich habe meinen Lieblingspilz genommen, den ich auch gerne sammle, nämlich den Steinpilz. Ist der immer ungefährlich? Erkennt man ihn immer? Ja, also ich schon. Ja, okay. Was ist die richtige Antwort? Locker marschierst du hier durch. Was ist die richtige Antwort vom Jäger? Wahrscheinlich auch der Steinpilz. Ja, habe ich früher gern gesammelt, wobei ich sie nicht in der Pfanne nicht so mag, die Steinpilze. Da bin ich eher die Pfifferling-Fraktion. Ich mag aber ja gar man kann hier alles lernen. Mir war nicht bewusst, dass sie deswegen so heißen. Bin ja gar kein Pilzefreund. Trüffel. Wie kommt's? Nur Trüffel. Nur Trüffel. Ja. Ja. So, eine müssen wir noch. Eine müssen wir noch. Wir können noch ein bisschen eigentlich, oder? Ja. Vom Rocky Mountains Gipfel Triple Divide Peak fließt das Wasser weltweit einmalig in 3 A. Höhlen, Seen, Wasserfälle oder Ozeane? Weißt du das auch? Das habe ich jetzt echt geraten. 3 Wasserfälle. Aber das ist wahrscheinlich falsch. Ich weiß gar nicht. Haben Sie es vor Augen? Oder haben Sie... Nein, aber ich würde denken, dass es sich um eine Spezialform der Wasserscheide handelt und dann das Wasser über lange Strecken teilweise 3 Ozeane erreicht. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut. Okay, und der Jäger kommt einen weiter hier. Macht nichts. Erster Patzer. Jetzt gehst du bitte ins Finale, Jacqueline? Ja, hoffentlich. Welche Vögel werden seit 2022 im schwedischen Södertälje darauf trainiert, Zigarettenstummel aufzusammeln? A. Krähen, Tauben oder Möwen? Also wenn ich mir überlege, wie viel Möwen mir schon Essen weggenommen haben, könnten es die sein vielleicht, ne? Weil die... Es können alle oder sein. Ist es die Falle? Also ich habe mich jetzt mal auf die Intelligenten gestürzt, auf A, die Krähen. Okay, dann hoffe ich, dass das richtige Gedankengang... Schon bitte? Schlecht.
War was? Abraxas. Was Abraxas? War das? Ja. Was war das denn? Bitte? Hören Sie was? Haben Sie mit seinen Freunden gesprochen? Was? Aber Sie haben ihm wieder nicht zugehört. Er hört wieder Stimmen, das hatten wir vor der XXL-Sendung schon mal. Was ist die richtige Antwort? Ah, du hast es so gut gemacht, Katrin. Finale für dich. Geld verschenkt, aber das sehe ich dir nach. Passt gut auf jetzt. Hier, Ulrich, komm, weiter geht's. So, Ulrich, weiter geht's. Hat sie top gemacht, oder? Ja, sehr gut. So, du bist der Bremer? Ja. Deine Frage ist schon weg, leider. Ja, mehrere. Ja, wärst du durchgekommen gerade, ja? Das kann man nicht so genau sagen. Einmal hakt es und dann ist man vielleicht raus aus dem Konzept. Na ja, gut, aber wollen wir gucken, dass es jetzt nicht hakt hier. Eine Minute auch für dich. Und die Zeit startet jetzt. Der Mensch denkt und wer lenkt? Gott. Wie viele Parteien sind an einer Jamaika-Koalition auf Landesebene beteiligt? 3. Welche Werder-Legende wurde 1972 Europameister, 1974? In welchem Land steht mit der Klosterresidenz El Escorial der größte Renaissance-Bau der Spanien. Welt? Zählen Krähen zu den Singvögeln? Ja. Mit welchem Instrument wurde der 2022 verstorbene Jazzer Emil Mangelsdorf berühmt? Trompete. Saxophon. Eine der größten Metropolen Ostafrikas ist das äthiopische Addis Abeba. In welchem Jahrzehnt flimmerte Robert Lemkes Ratesendung Was bin ich erstmals über die Bildschirme? 60er. 50er. Welcher Norddeutsche kletterte 2023 mit seinem Lied Friesenjung an die Spitze der deutschen Singlecharts? Was zwischen Wohnung und Treppenhaus verfügt manchmal über einen Spion? Die Tür. Welche Farbe haben die Warntafeln an Fahrzeugen, die mit Gefahrgut unterwegs sind? Orange. In einer riskanten Situation bewegt man sich Redensartig auf ganz dünnem Eis. Souvlaki ist eine kulinarische Spezialität welches Landes? Welches Dokument war früher grau? Apfel 5.500 Euro. Ich bin begeistert. Danke. Bremen ist stolz auf dich. Dankeschön. Das hast du richtig gut gemacht, Ulrich. Super. Das war bombenstark und danke. Hier kommt der Jäger. Mit großer Freude verkündige ich, dass Ulrich aus Bremen 5.500 Euro hier gerade gemacht hat. Mit großer Freude nehme ich die Nachricht entgegen und beglückwünsche Ulrich und sage gleichzeitig Grüß Gott. Hallo, Herr Jacobi. 5.500 Euro, das ist wirklich doll gewesen. Was machen Sie da draus? Ja, Jacqueline hat mich schon sehr überzeugt. Deswegen muss ich bei Ihnen schon mal die Bremse auswerfen, den Anker quasi. Unten 5 Euro. Da denken Sie nicht im Entferntesten daran, Sie möchten nach oben gehen, oder? Muss ja nicht bei 5.5. Ich habe vorhin eine Sendung gesehen, da war es sehr, sehr hoch. Aber nein, ich glaube, ich warte das Angebot ab, bevor ich sage. Vielleicht verderbe ich ja Ihre Strategie mit dem oberen Angebot von 20.000 Euro. Oh, das ist... Nein. Da bleibe ich bei den 5.5. Versuch das. Ja, das sieht auch super aus einfach. Dann sehen wir auch noch länger, was für eine großartige Schnellradrunde du gemacht hast. Dann nehmen wir die 5.500 Euro und die Jagd beginnt. Erste Frage kommt. Welcher Begriff wurde im Jahr 2006 von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gekürt? A. Goleo, Fanmeile oder Sommermärchen? Okay, dreimal WM in Deutschland, Fußball-WM. Ich glaube, ich wäre auf B gegangen. Was hast du genommen? Ich habe B genommen, B Fanmeile. Ja, ist das... Sommermärchen ist natürlich auch, passt zum Fußball. Es ist ja, das ist genau mein 50-50, was Sie auch schreiben. Ja. Was ist die richtige Antwort? Tolle Frage. Ja, Fanmeile, guter Start für dich, Ulrich. Was sagt der Jäger in seinem 50-50? Das andere eben, ja. Das ist gut. Weiter geht's. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Welche Stadt wurde laut Legende von Gediminas gegründet, nachdem er von einem riesigen Wolf mit eiserner Rüstung träumte? A. Prag, Helsinki oder Vilnius? Was hast du genommen? Da ist ganz so gar nicht, wusste, habe ich geraten und habe Vilnius genommen. Hauptstadt von? Das ist die Hauptstadt von Litauen. Aber dass er es rät, ärgert mich natürlich jetzt sehr. Weil es richtig ist? Weil es natürlich richtig ist. Was ist richtig? Natürlich Vilnius. So, was sagt der Jäger? Ja, das ist einer der Vorläufer oder einer der Großfürsten von Litauen. Okay. Na gut, nächste kommt. Wie viele Jahre vergingen für Deutschland zwischen Fußball-Weltmeistertitel 1 und 2?
16, 20 oder 24. Ist da irgendeine Falle drin, oder? Ich glaube nicht, es sei denn, es gibt noch Juniorentitel, die da zählen, oder... Aber da dachte ich, muss doch irgendein Trick dabei sein. 54, 74, 90, 2010 ja nicht. Nee, aber 2014. Aber zwischen 1 und 2, 20 Jahre. Ja. Ja, was ist richtig? Danke. Keine Tricks hier. Manchmal muss man sie auch ohne netten, doppelten Boden beantworten. Was sagt der Jäger? Es ist tatsächlich schwierig, wenn man so eine Frage bekommt, dann einfach das Richtige zu nehmen. Ja. Hier kommt die nächste Frage. Bitte nochmal sowas. Beim Autofahren steigt der Luftwiderstand quadratisch zur A. Streckenlänge, Bremswirkung oder Geschwindigkeit? Quadratisch zur Geschwindigkeit? Ich habe C, Geschwindigkeit genommen, ja. Was ist die richtige Antwort? Sag mir logisch. Ja, je schneller, desto mehr, ne? Oder? Was sagt der Jäger? Das ist ja mal eine Runde hier. Schön. Darf es weitergehen? Freut mich für schön, dich. Dass da 5.500 Euro liegen. Zumindest wenn, schön für den Kandidaten. Wenn Bremer mal nach Hamburg kommt, soll er das auch in guter Erinnerung behalten, wahrscheinlich. Was kommt als vielleicht letztes hier? Eines der mächtigsten und größten geistlichen Fürstentümer des Heiligen Römischen Reiches war im Mittelalter das A. Hochstift Lüttich, Erzstift Osnabrück oder Erzbistum Freising? Was hast du genommen? Ich habe genommen C, das Erzbistum Freising. Wenn das richtig ist, bist du mit 5.500 Euro und verschenken 14.500 im Finale. Nee, was sagt der Jäger? Okay. Gut, heute Belgien, aber damals eben Heiliges Römisches Reich und ein sehr bekanntes Fürstbistum. Freising gab es mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob da die Unmittelbarkeit gegeben war, die Reichsunmittelbarkeit. Osnabrück gab es auch als Bistum, aber wichtiger war schon Lüttich, ja. So, dann machst du es jetzt klar, bitte. Was darf in Deutschland auf einem Getränk mit 0,5 Volumenprozent Alkohol stehen? A. Alkoholarm, alkoholfrei oder ohne Alkohol? Ah, ist immer die Frage, ne? Steht nicht bei alkoholfrei immer sogar noch zum Teil zusätzlich 0,0 drauf? Gute Frage. Also ich meinte, 0,5 ist genau die Grenze, bis zu der alkoholfrei als Aufschrift angewandt werden darf. Was hast du genommen? Ich trinke meistens mit Alkohol. Da macht er sich noch keine Gedanken um. Ich habe C ohne Alkohol genommen. Ich habe aber geraten. Steht das überhaupt irgendwo drauf? Habe ich noch nie gesehen, ohne Alkohol. Was ist die richtige Antwort? Ohne Alkohol ins Finale? Nee, alkoholfrei wärst du ins Finale gekommen. Was sagt der Jäger? Ja, dann stimmt meine Herleitung. Alkoholfrei darf nämlich bis 0,5% genau, enthalten. Das ist ja, deswegen sage ich ja, dass häufig, glaube ich, zusätzlich extra draufsteht 0,0% bei vielen alkoholfreien Getränken. Aber vielleicht gibt es dann dafür auch als Aufschrift ohne Alkohol. Das kann sein. Könnte sein. Auf jeden Fall wird es ein bisschen enger, ja. Aber du hast immer noch einen Patzer frei, den du hoffentlich jetzt nicht mehr bemühst, Ulrich. Laut Songtext, jawohl, ist Tina Turners Private Dancer ein Dancer vor... Was? Wie? Psst. Soll ich nicht die drei Antwortmöglichkeiten? Das müssen Sie ja wohl, aber danach, darauf kommt's an. Immer auf das danach. Was? Wieso? Was? Ich bereite mich schon mal vor auf den Run zurück. Also das weißt du, ist doch genau deine Generation. Meine Freundin sagt auch immer, ich soll nicht singen. Ich singe auch. Ach so, ach, meint sie mit nicht singen. Er hat's schon vergessen. Ich dachte, dass sie mir jetzt im 11. Jahr plötzlich Vorsagen oder Tipps unterstellen oder so. Nein, das würde ich nie tun. Alles klar. Als fairer okay. Sportsmann Money, Love oder Fun, Ulrich? Drück bitte dein Final A. Ich habe A, Money genommen. Was war das? Stimmgabel? Oder? Ich habe Money gesucht. Ach so. Du hättest aber er hat 20.000. Ja? Also, was ist die richtige Antwort? Bravo, ich habe es ganz klar gemacht. Zweiter Finalist, Helena, du bist dran. Tipptopp. Danke. Helena,
es läuft gut, oder? Läuft sehr gut, ja. Ja, oder? Du bist aus München gekommen, ne? Ja, aus München. Und gefragt, Jagd-Fan, erster Stunde auch, oder? Ja, erster Stunde geht. Schwierig, aber ja. Ja? Ach, prima, das ist doch super. Aber die beiden haben jetzt schon mal gut vorgelegt. Auf jeden Fall. Sollte dir Rückenwind geben, bitte. Sollen wir loslegen? Ja. Gleich schon bereit für die Schnellraterunde? Dann starten wir sie 60 Sekunden ab jetzt. Mit wie vielen F schreibt man das Wort brav? Keinem. Ja, welcher Feiertag wird auch feministischer Kampftag genannt? Frauentag. Weit verstreut liegen im Südatlantik die Inseln des britischen Überseegebiets Tristan da Cunha, Ascension Weiter. Und St. Helena. Domestizierte der Mensch zuerst Tiere oder erfand er zuerst das Rad? Tiere. Ja, auf den Buchstaben I enden die drei Monate. Juni, Juli und? Mai. In was für einem Wal wurde im Sommer 2023 auf den Kanaren Ambra im Wert von 500.000 Euro gefunden? Weiter. Ein Pottwal. Welche Wesen aus den Herr-der-Ringe-Filmen lassen sich durch ihre spitzen Ohren von Menschen unterscheiden? Elfen. Elben. Die Biene hat 6 Beine, wird aber mit wie vielen Buchstaben geschrieben? 5. In welcher deutschen Stadt kann man seit Herbst 2023 auch ein Autokennzeichen mit der Kennung MUC beantragen? München. Die Beurteilung, die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße, steht für welche Schulnote? 3. 1. Lovis heißt die Mutter. Du hast ja Ansprüche. Du. Die Leistung von Helena entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. Mami, ich habe nur eine 3. Du hast 3.000 Euro. Das hast du sehr gut gemacht. Das entspricht auch den Anforderungen. Also nicht in Ulrichs Maße, aber in sehr gutem Maße, finde ich. Bist du zufrieden? Ja, ja? Auf jeden Dann Fall. Holen wir Herrn Jacobi. Hier kommt der Jäger. Herr Jacobi, Runde 3, ein Abend, der mir sehr gut gefällt. Und jetzt ist Helena da aus München. Das freut mich, dass er Ihnen gefällt. Mir gefällt er vielleicht nach dem Duell besser, wer weiß. Nein. Okay. Trotzdem, schönen guten Abend, Helena. Guten Abend ebenso. 3.000 Euro kommt Helena mit hier. Ja. Was machen wir denn? Ich habe was Besonderes vorbereitet. Nach unten eher nicht. Da gibt es 20 Euro. Und oben? Da ist die Steigerung doch nochmal deutlich. Nee. Machen Sie 30? Nicht ganz. 25.000 Euro, Helena, für Sie. Bei 30 hätte ich ja gesagt, aber so. Sagen Sie das in dieser Sendung nicht zu laut. Das Schlimme ist, wir haben das schon mal gehabt, dass dann oben plötzlich sich die Summe nochmal verändert hat. Also Vorsicht. Ich habe hier so einen kleinen Knopf. Ach, Sie können das mal. Ich kann da so hochdrehen. Ja. Nee, ich bleibe drin. Oh, da sind die 30. Oh nein. Jetzt haben wir es verschrien, Helena. Jetzt müssen. Nein, ich bleibe bei 3.000. Eine starke Frau, die sagt, nee, so lasse ich mich von euch hier nicht in die Box der Schande transportieren. 3.000 Euro. I'm your private dancer. Die Jagd beginnt. Nein. Er hat es doch getan. Erste Frage kommt, Helena. Welcher Binnenstaat grenzt mit seiner Südgrenze an Ghana? A. Tschad, Burkina Faso oder Niger? Oh, da warst du schnell, weißt du es? Nein. Also, nein. Geografie ist nicht meine größte Stärke. Aber sehr ehrlich sind Sie. Ja. Was hast du denn genommen? Ich habe B, Burkina Faso. Es ist das Schönste, wenn ihr richtig ratet. Ich liebe es. Ich komme gut drauf gerade hier, weil Burkina Faso nämlich richtig ist. Gut, Helena, schöner Start. Was sagt der Jäger? Ja, bei meinem letzten Besuch in Ouagadougou war Burkina Faso noch richtig. Nächste Frage kommt. An wem prallten Helmut Kohls Versuche, mit seinem Leibgericht Pfälzer Saumagen Diplomatie zu betreiben, vollkommen ab? A. An Ronald Reagan, an Michael Gorbatschow oder an Maggie Thatcher? Wen hast du genommen? C. Margaret Thatcher. Die eiserne Lady, auch im Saumagen-Gate. Was ist die richtige Antwort? Das hast du völlig richtig genommen. Hast du es gewusst oder hast du es irgendwie ein Gefühl gehabt. Ja, passt doch irgendwie, ne? Die hat keinen Bock gehabt auf sowas. Was sagt der Jäger? Ja, die Dachdeckerin, die Maggie Thatcher war es, die ja auch als Hindernis so ein bisschen für die deutsche Wiedervereinigung galt, weil sie doch sehr kritisch war, auch Kohl gegenüber. Hier kommt die nächste Frage. Welches Land führte 2023 wegen der hohen Inflation einen 2.000-Pesos-Schein ein? A. Argentinien, Brasilien oder Mexiko?
Weißt du es? Ich habe wieder C gewählt, aber mehr, also zwischen A und C habe ich gewählt. Mexiko, ist das die richtige Antwort? Das habe ich befürchtet, weil er noch nicht wieder in Tränen ausgebrochen war da oben. Was sagt der Jäger? Ich richte mal die Brille, ja? Mein Gott. Sie haben ja noch eine. Klusmann ist ja jetzt ohne Brille. Also außer der Frage, wo welche Währung gilt, konnte man sich ja auch fragen, wo herrscht hohe Inflation? Ja, und da ist Argentinien doch im Moment noch etwas verdächtiger als Mexiko. Weiter geht's mit der nächsten, Helena. Machst du wieder richtig jetzt, bitte. Was bedeutet der Name des aus Herr der Ringe bekannten Elben Legolas? Windhauch, Zwergenfreund oder Grünblatt? Schon wieder Herr der Ringe hatten wir schon mal heute. Eben bei dir. Und jetzt sind wir bei dem Sohn von Thranduil. So ist sein Vater, König im Waldlandreich. Wissen Sie nicht? Nee, toll, tatsächlich nicht. Dann haben Sie sicher trotzdem das Richtige genommen. Was hast denn du genommen, Helena? Ich habe das kommen wir zum Business. Naheliegendste Zwergenfreund genommen, aber weiß es natürlich nicht. Also. Ach so, naja gut, ja. Das ist natürlich... Aber Sie müssen ihm vielleicht noch erklären, warum das naheliegend wäre. Weil die Kleinen sind die Elben. Ja, weil er sich im Herr der Ringe mit Gimli, dem Zwerg, natürlich sehr gut anfreundet. Kann man ihn abstellen? Was ist die richtige Antwort? Grünblatt. Shit, was sagt der Jäger? Den Vorträgen Nachdem war das... Nachdem die Könige und Prinz der Waldelben sind, ist das relativ naheliegend. Haben Sie alle Bände gelesen? Ja. Alles, was von Tolkien existiert, auch geguckt? Auch geguckt damals, ja. Du auch? Nein, tatsächlich nicht, sonst hätte ich es vielleicht gewusst. No. Jetzt machst du bitte richtig. Ja. Verstandibus? Welche Katze ist untypischerweise tagaktiv und nicht dazu in der Lage, ihre Krallen einzuziehen? A. Ozelot, Gepard oder Luchs? Weißt du es? Es ist B oder C und ich habe mich für B Gepard entschieden. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen den Geparden. Oh, super. Was sagt der Jäger? Kriegen wir mal einen Patzer? Nein, kriegen wir nicht. Nächste Frage kommt direkt und du gehst bitte auf die Matchballstufe, Helena. Wie heißt eine Internet-Videoserie des Comiczeichners Ralf Rute mit Sting und Barry? A. Flügel, Flossen oder Füße? Ich war bei Internet-Videoserie, da hatte ich schon abgeschaltet. Was hast du genommen? Ich habe schon wieder B, Flossen genommen. Ja, wenn B gut läuft, dann bleib bei B, ist das richtig? Super, Matchball, was sagt der Jäger? Das ist nicht meine Lieblingsserie von Rute. Ich schaue mir an oder lese am liebsten Baum und Biber. Biber und Baum, ja. Weiter geht's und hoffentlich nur noch jetzt mit einer richtigen Antwort. Welches Nachbarland Deutschlands, Helena, feiert 2023 das 175. Jubiläum der Bundesverfassung? Schweiz, Dänemark oder Niederlande? Ein schneller Jäger, entweder weiß er es oder er will dich stressen. Ich glaube, er weiß es. Bundesverfassung klingt nach? Schweiz. Ein dünnes Stimmchen? Nein. Sehr überzeugendes Stimmchen. Nicht überzeugt, so. Aber überzeugend. Beides. Nee, überzeugt quasi nicht. Aber ich finde, dass es sehr überzeugend ist, was du genommen hast. Was ist die richtige Antwort? Du bist durch. Das hast du super gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Helena. Spannend war. Pass auf, bitte hier mit deinen Absätzen. Christian, komm. Christian, jetzt noch du. Ja. Und da bitte auch hin. Guckt euch das an hier, ja. Super, oder? Jo. Läuft doch prima. Aber hast du es spannend gemacht, Helena. So, komm, wir legen direkt los, ja? Jawohl. Mach Sachsen-Anhalt froh. Hoffen wir. Die Zeit startet jetzt. Mein Herz hört nie auf, heißt ein Schlagerhit von Nino D. Angelo. Zum wievielten Mal gewann der SC Magdeburg 2023 die Handball-Champions League? Zum ersten Mal. Zweiten. Das ist ja wohl die Krönung, heißt ein 2023 erschienener Bestseller von Online-Omi Renate. Weiter. Bergmann. In welcher Farbe leuchtet der Rückfahrscheinwerfer eines Pkw? Weiß. Laut Bauernregel macht der April, was er? Will. Was antwortet man im Kreuzworträtsel sowohl auf Tankfüllung als auch auf Fleckentferner? Sch-
Weiter. Benzin. Als was für eine besondere Fee verändert Franziska Reichenbacher seit 1998 samstags das Leben mancher Menschen. Weiter. Lottofee. In welchem Jahrhundert entdeckte der US-Astronom Asaph Hall die beiden Monde des Mars? 18. 19. Ein kleiner, muskulöser Hund mit flacher Nase und Stehohren ist die französische Bull. Dogge. Andrea Nahles ist Mitglied welcher Partei? SPD. Welche Stämme transportiert ein Rückenzug? Weiter. Baumstämme. Was wird aus dem Wort Molke, wenn man den... 2.500 €. Gut. Gehen wir auf 13.5. Oder... Du nimmst jetzt nochmal seine durchaus guten Angebote an. Oh, muss ja gucken, bist du so ein Zockertyp? Ja, sicherheitsbedacht. Okay, na gut, das wäre dann das Gegenteil. Hier kommt der Jäger. Herr Kubi, letzte Runde. Wir steuern aufs Viererfinale. Maximalausbeute. Wir werden sehen, Herr Bommes. Wir werden sehen. Das werden wir absolut. Christian ist da. Auch nochmal hier. Herzlich willkommen, Christian. Ich grüße Sie auch. 2.500 €, Herr Jakobi. Sie dürfen nochmal. Jetzt ist es an der Zeit, mit den Frechheiten zu beginnen, Christian. Untere Stufe minus 500 €. Das bringt nichts, Herr Jakobi. Entweder bieten Sie minus 11.000 oder minus 10.000, dann täts weh, aber so. Naja, falls er das wählen will, könnte er das Viererfinale erreichen, damit etwas leichter. So sieht mein Kontostand aus. Das Wenn Sie den aufbessern wollen, müssen, dann nehmen Sie die obere Stufe. Da liegen nämlich 35.000 € für Sie. Okay. Halleluja. Komm, bring uns auf 46.000. Wenn du nicht willst, dann 2.5 ist auch gut. Ach, ja, ich wollte nicht der erste Spieler sein, jetzt bin ich der letzte und hab die große. Na denn, 35. Sicher. Ja. Okay, ja. Wenn das von dir von innen heraus kommt, machen wir das? Ja. Okay, dann machen wir es. 35.000 €, ich find's absolut nachvollziehbar, weil das ein Top-Angebot ist und vor allem, weil ihr schon drei dahin sitzen habt und dann kannst du ja nochmal schön reinladen. Die Jagd beginnt. Die erste Frage kommt. Das Oderbruch ist seinem Namen nach was? A. Eine Hügellandschaft, ein Feuchtgebiet oder ein Deich? Was hast du genommen, Christian? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist B, ein Feuchtgebiet. Okay, ist das die richtige Antwort? Ein toller Start. Was sagt der Jäger? Erster Schritt für Christian, für 35.000. Wobei es da natürlich auch Hügel gibt, denn das war ja eine der letzten Verteidigungsstellungen im Zweiten Weltkrieg gegen die russische Armee. Liegt wo genau? Ja, in Brandenburg. Östlich von Berlin. Bitte? Östlich von Berlin in der Oder. Ja gut, das ist klar, aber nächste Frage kommt. Was ist im Bestiarium des Habsburger Kaisers Rudolf II. Abgebildet? A. Gartenzwerg, B. Halbriese, C. Meereseinhorn. Was hast du genommen? Ja, alles möglich. Ich habe mich fürs Meereseinhorn entschieden. Das ist die richtige Antwort. Super, zweiter Schritt, Drittel haben wir. Christian? Prima, ruhig. Was sagt der Jäger? Ja, deutet ja auf Tier hin, Bestiarium und dann hier die Zeitwechsel vom 16. zum 17. Jahrhundert. Da waren das eben auch Fabeltiere und gerade die Habsburger sind bekannt, auch von Narwalen, also die Stoßzähne gesammelt zu haben und die dann als Einhörner oder Einhornhörner ausgegeben zu haben. Das Einkörn haben die auch irgendwo in einer Sammlung. Okay. Weiter geht's. Was ist eine für Metalllackierungen benutzte Farbe? A. Pfeilenstrichsilber, Messlattengelb oder Hammerschlagblau? Boah. Zwei erfundene und eine gibt's? Weiß ich nicht. Also definitiv C, alles andere macht keinen Sinn. Okay, dann nehmen wir das. Definitiv C, Hälfte haben wir, Christian. 35.000 € auf dem Weg. Was sagt der Jäger? Hammerschlag hatte ich schon mal gehört, ansonsten ist das natürlich nicht mein Fachgebiet. Nächste Frage kommt. Welcher Wochentag im Songtitel führte die Bands The Bangles und New Order in die Charts? A. Monday, Friday oder Sunday?
Das ist wie Hammerschlag definitiv Amor Monday. This is Tell Me Why I Don't Like Monday. Manic Monday. Es ist vor allem Blue Monday von New Order. Und sie bängelt haben. Bängelt's Manic Monday. I Don't Like Monday ist was anderes. Blue Monday kenne ich. Ja. Just another Manic Monday. Aber da wäre auch, aber da wäre auch Sunday drin, glaube ich. Aber ist egal wahrscheinlich. Was ist jetzt richtig? Wish it was Sunday. Okay, super. Zwei Drittel haben wir. Was sagt der Jäger? Christian, der leckst ist schon widerstandsfähig, am Eis. Der Christian. Der ist nicht nur widerstandsfähig, er galoppiert. Absolut. Nächste. Die Meyer-Zitrone ist in Gerichten aufgrund ihres milderen Geschmacks beliebt und ein natürlicher Hybrid aus Zitrone und was? A. Kiwi, Pampelmuse oder Orange? Milderer Geschmack, das schließt die Pampelmuse doch aus, oder? Würde ich auch sagen, und ich würde sogar die Kiwi ausschließen und ich habe mich für Orange entschieden. Zitrone und Orange. Beliebte Mischung, ist das so? Oh, Matchbälle für 35.000 und du wolltest nicht. Naja, ich habe mich überreden lassen. Nee, du hast selbst entschieden, zum Glück. Was sagt der Jäger? Auch das noch. Wahnsinn. Ich bin ja bekannt für meine Stärke bei Obst und Gemüse. Aber ich dachte, weil die Orange selber als Kreuzung entstanden ist, dass sie das nicht sein könnte. Aber naja. Drei Matchbälle für 35.000 Euro. Was gelang Rosemarie Ackermann 1977 als erster Frau der Welt? A. Ein Marathon in 2 Stunden, Sprung über 2 Meter oder in 80 Tagen um die Welt? Was hast du genommen? Ah, ich habe mich für den Weitsprung, für B, Sprung über 2 Meter entschieden. Aber nicht für den Weitsprung. Für den Hochsprung haben sie sich entschieden. Ja, weiß ich nicht. Ich. Aber einen Sprung über 2 Meter würden wir auch noch schaffen. Also da hinten freuen sich gerade ein paar Menschen. Da war mein Denkfehler und ich hoffe, dass es jetzt trotzdem richtig ist. Was ist die richtige Antwort? Perfekt. 35.000 Euro auf 11.000 drauf. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. So, konzentriert euch anständig jetzt. Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Es ist hochpreisig heute. 46.000 Euro, volle Kapelle da hinten. Brauchen gar nicht groß drum herum zu reden jetzt. Ihr gebt jetzt nochmal alles 2 Minuten lang, denn das soll jetzt auch klappen. 2 Minuten für unsere 4, die tolle Auftritte hier schon hinter sich haben und jetzt noch einen großen haben, hoffentlich, und zwar ab jetzt. Gustav Klimt ist einer der wichtigsten Vertreter der Kunstepoche des Jugend. Stets. Mit welcher Waffe macht Kapitän Ahab Jagd auf Moby Dick? Harpune. Wer war im Jahr 1862 König von Preußen? Friedrich II. Welches Fußballteam krönte sich 2023 zum 16. Mal zum niederländischen Meister? Ajax. Auf welchem Planeten ist das komplexeste Fahrzeug der Planetenforschung im Einsatz? Mars. Bei der Landtagswahl 2023 in Hessen ist welche Nancy SPD-Spitzenkandidatin? Faeser. Welche südwesteuropäische Sprache ist in Mosambik Amtssprache? Portugiesisch. Durch welchen Tunnel fahren Züge zwischen Folkestone und Coquel? Eurotunnel. Worauf wird in einem Kino der Film projiziert? Leinwand. In der kirchlichen Tradition steht welcher Vogel für das Pfingstwunder? Taube. In welchem Bundesland steht die als Deutschlands ältestes Schloss geltende Albrechtsburg in Meißen? Sachsen. Handballer des Jahres 22 wurde der DHB-Kapitän und Kreisläufer Johannes? Weiter. Das Finale eines Machtkampfs nennt man auch hierzulande Show? Down. In welchem Land hatte Yitzhak Rabin 2x das Amt des Ministerpräsidenten? Israel. Welcher Christopher führte beim Blockbuster Oppenheimer von 2023 Regie? Nolan. Wie heißt die Hauptstadt der französischen Region Okzitanien? Weiter. Die durchnummerierten TOPs einer Besprechung sind die? Tagesordnungspunkte. Nach welchem Beförderungsmittel ist ein Gelbton benannt? Weiter. Weltberühmt wurde der Brite Harry Roger Webb als Sänger unter dem Namen Cliff? Richard. Im 5. Jahrhundert plünderten die Vandalen unter welchem König die Stadt Rom? Weiter. Die Enthüllung in welches britischen Prinzen sorgten Anfang 2023? Harry. In seinem Heimatland. Harry wäre richtig, aber es war aus der Zeit. 17 sind es geworden. Das ist absolut in Ordnung.
Taxi Gelb. Ach, ja. Das hätte ich gerne noch gehabt. Bei Fußball war Feyenoord. Feyenoord. Rotterdam. 17 Mal. Nicht Ajax, genau. Aber ansonsten habt ihr euch gut, also habt ihr euch, ich habe auch alle gehört. Also ja. Das war eine gute Teamleistung. Hoffentlich reicht's für Herrn Jacobi. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Sie haben ein bisschen Glück gehabt, finde ich, Herr Jacobi. Ich hatte mit 20 geliebäugelt, sagen wir es mal so. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, da sitzen 4 sehr, sehr starke Kandidatinnen und Kandidaten. Große Chancen auf Rücksetzer, wenn ich was liegen lasse. Egal, ob da 17 oder 22 stehen. Ja. Es wird eine harte Aufgabe für mich. Ja. Sind Sie bereit, Herr Jacobi? Herr Bommes, ich bin bereit. Es geht um 46.000 Euro. Zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Und sie beginnt für den Quizgott. Er braucht 17 Richtige, hat 2 Minuten Zeit, startet jetzt. Dalis Schnurrbart heißt ein absurd humoriges Buch von Salvador. Dali. Was ist Roter Oktober im Thriller Jagd? Wer war von 1871 bis 1890 Reichskanzler des Deutschen Reichs? Bismarck. Welches Team schlug 2023 im Finale des 57. Super Bowls die Philadelphia Eagles? Tampa Bay. Stopp die Uhr. Kansas City Chiefs. Ich habe davon keine Ahnung. Kansas City Chiefs. Oh, das ist stark. Die Kansas City Chiefs. Das ja, heißt, die Truppe mit Pat Mahomes. Sehr stark. Ja. Wir haben schon fast eine halbe Minute rum und Sie brauchen noch 15. Herr Jacobi, Zeit startet jetzt. Auf der Oberfläche welches Himmelskörpers brechen Schwaden glühend heißes Plasma aus? Venus. Stopp die Uhr. Die Sonne. 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 Sonne, auf der Sonne. Ja, ich war zu sehr bei den Planeten. 1,28 für 16, Zeit startet jetzt. Im Juli 2002 trat welcher Gregor als Wirtschaftssenator von Berlin zurück? Pass. Gregor Gysi. Ja, den nehme ich. Gregor Gysi. Gregor ist fast immer Gysi bei Politik. Ja. Alles gut. Wir starten nochmal neu mit 1,21. Die Zeit startet jetzt. Welche westeuropäische Sprache ist in Haiti Amtssprache? Französisch. Mit welchem Zug fährt man am schnellsten von London ins französische Lille? Euro Express. Stopp die Uhr. Ich weiß es auch nicht. TGV, gibt es in Frankreich oder in England? TGV? Nee, es ist der Eurostar. Ach, Eurostar heißt der. Ja, sie hatten den Tunnel vor. Das ist der Zug, ne? 1,09 für 16, Zeit startet jetzt. Wo kauft man E10, Super oder Diesel? Tankstelle. Abgesehen von den Flügeln ähnelt der mythische Pegasus welchem Tier? In welchem Bundesland steht als UNESCO-Welterbe die Wallfahrtskirche die Wies? Bayern. Handballerin des Jahres 2022 wurde Nationalspielerin Alina? Passe. Stopp die Uhr. Gries? Oh, fast, Griesels. Ulrich, du bist aber auf der richtigen Fährte gewesen. 52 noch, die Zeit startet jetzt. Wofür steht das Kurzwort Quali im Wörtchen? Qualifikation. In welchem Nachbarland heißt ein Geheimdienst Heeresnachrichtenamt? Österreich. Welcher Steven schrieb die Vorlage zum Horrorfilm Friedhof King. Der Kuschel? Vor Canberra war welche Stadt Hauptstadt Australiens? Wie nennt man das Gehalt, das die Bundeswehr zahlt? Sollt. Für welches Fortbewegungsmittel werden Glasenuhren entwickelt? Schiff. Helga Hahnemann sang zur Melodie von Stumbling In. Mit welchem Karel, wir sind Gott. Nun ein Paar. Der grimmige Raubritter Heinz vom Stein bewohnte einst die Burg Stein an der? Mosel. Stopp die Uhr. Stein am Rhein kenne ich in der Schweiz. Kann sein. Am Rhein. Nee, Stein an der Traun. Nie gehört. Naja, sind wir schon 2. 18 Sekunden, Zeit startet jetzt. Welcher König besuchte an der Seite seiner Gemahlin? Charles III. Bestsellerautor Michael Zuckers ist Professor für Rechts? Wissenschaft. Stopp die Uhr. Rechtsmedizin. Richtig, Helena. Oh. Die Zeit startet jetzt. Welche Grundfarbe hat die Flagge von Lettland? Rot. Im Süden welches Landes liegen die Ruinen von Ur, die Heimat des Stammvaters Abraham? Welcher Kater miaut nicht, lässt einen aber wegen körperlicher Schmerzen. Aber da sind dann
trotz der Rücksetzer und trotz des Neubeginns bei 1,21 nur noch 4 übrig. Ne? Also das ist keine schlechte Finalleistung. Nein, es war keine schlechte, es war etwas zu viel ausgelassen. Vielleicht der Beginn war super für uns. Ja. Ne? Also. Aber das sagte ich ja, die Rücksetzer werden da sein, wenn ich etwas auslasse. Das war am Anfang so, aber es war insgesamt eine runde Leistung, oder? Über die ganze Sendung. Großen Respekt und das Geld war selten so verdient. Nagelt mich nicht fest, aber wenn ich richtig bin, ist das die höchste Summe bislang in diesem Jahr. Ich freue mich total für euch. Ihr habt euch das aber auch sehr, sehr verdient. Wart nicht nur klug, sondern auch hochsympathisch. Gebt es mit vollen Händen aus. Das war gefragt, gejagt für heute. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder